Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Dienstag. Ich habe mir jetzt wieder Frühstück gemacht. Ich hatte heute schon überlegt, mich mal an Pancakes zu probieren. Dann dachte ich, okay, ich esse heute nochmal Joghurt und probiere das dann die nächsten Tage mal. Ich muss jetzt nicht gleich drauf ankommen lassen. Außerdem haben meine Eltern mir ja gestern hier Blaubeeren mitgebracht und das passt jetzt richtig gut in meinen Joghurt. Das ist übrigens wieder das gleiche wie gestern. Also einfach nur Naturjoghurt, ein bisschen Honig und einer zermatschten Banane. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zimt mit reingegeben, damit es richtig schön weihnachtlich wird und ein paar Heidelbeeren obendrauf. Und dazu gibt es dann noch den türkischen Apfeltee, wenn der dann ein bisschen abgekühlt ist. Und ich trinke auch schon morgens immer ganz, ganz viel Wasser. Mal schauen, wie es heute so weitergeht. Und ob ich heute vielleicht auch mal was anderes esse als Suppe. Mal schauen. Aber ja, ich werde mir das jetzt erstmal zum Frühstück schmecken lassen. Und heute Mittag, denke ich mal, werde ich auch ganz, ganz viel backen. Ich habe nämlich richtig viele Rezepte da, die ich noch für euch filmen wollte. Und auch Weihnachtssachen, die ich schon vorbereiten möchte. Und deswegen werde ich heute wahrscheinlich auch ganz viel in der Küche stehen, weil die Zeit möchte ich dann auch nutzen, wenn ich mal zu Hause bin, was zu machen, was mir Spaß macht. Und vor allem auch, ja, Weihnachtssachen vorzubereiten. Das, was man dann immer in den letzten Zügen vorbereitet, mache ich heute mal. Und ja, jetzt werde ich erstmal mein Frühstück schmecken lassen und dann werde ich ein bisschen Videos filmen, denke ich. Ich habe gerade festgestellt, dass irgendwas mit dem Faden in meinem Mund nicht ganz so stimmt. Ich habe erstmal ein bisschen Panik geschoben und auf die Panik werde ich mir jetzt ein Eis gönnen. Und falls das so mit dem Abbeißen nicht funktioniert, mache ich es mir in die Schale klein. Und dann esse ich das jetzt. Ich habe so Lust da drauf. Ich brauche das jetzt einfach gerade irgendwie. Mittagessen. Ich habe schon ein bisschen genascht. Ich habe mir ja gestern Grießbrei gekocht mit Whey und Pudding. Und da habe ich mir gleich zwei Portionen von gemacht. Die zweite Portion gibt es heute. Wieder mit ein paar Heidelbeeren. So, ihr Lieben, wir waren nochmal fix einkaufen. Ich habe mich mal aufgerafft, eine Runde rauszugehen. Und ich brauchte auch noch ein bisschen was fürs Backen. Wir haben im Rewe jedenfalls ein bisschen Kassler für Robin geholt, damit die Bohnen aus unserem Tiefkühlfach leer werden. Da mache ich nämlich Kassler in Folie. Mal schauen, ob ich da einfach nur Kartoffeln und Bohnen dazu esse. Mal gucken, wie wir das am besten machen. Dann kernige Haferflocken. Ich möchte nämlich gerne so ein Weihnachtsgranola für meine Großeltern machen. Dann wieder ein bisschen Suppennachschub. Wieder eine Gespenstersuppe, eine Waldpilzsuppe. Und hier dann noch so eine Blumenkohlsuppe. Auch richtig lecker. Ne, Blumenkohlbrokkoli, genau. Dann zum Backen ein bisschen Vanillezucker, Lebkuchengewürz und hier so Streusel. Und wir drehen demnächst ein veganes Essensvideo. Deswegen schaut da auch gerne mal vorbei. Haben wir jetzt schon mal zwei Sachen im Angebot geholt. Und zwar einmal hier eine vegane Salami und einmal noch eine vegane Mortadella. Bin ich richtig gespannt. Kommt natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Das drehen wir dann, wenn ich wieder einigermaßen normal essen kann. Genau, und dann waren wir noch im DM und da haben wir eigentlich Sachen geholt, die wir immer holen, wenn wir im DM sind. Zum einen hier Apfelmark und gepufften Dinkel. Dann haben wir uns noch ein paar Teelichter, Duftkerzen geholt für Weihnachten jetzt. Dann habe ich, Robin hat es nicht so ganz gecheckt, aber das war eigentlich ganz gut so. Einmal noch ein Proteinriegel für mich mitgenommen, der kommt in seinen Adventskalender. Und dann hier noch Fisherman's Friend, habe ich auch für ihn mitgenommen, auf Empfehlung von ihm selbst. Ich habe gemeint, das hole ich für meinen Opa für den Adventskalender. Deswegen, da wird er sich, denke ich, richtig drüber freuen. Und für meine Großeltern an sich habe ich jetzt dann noch geholt geschrotete Leinsamen. Die nutzt meine Oma sehr, sehr gerne. Dann hier noch so Head & Shoulders, nutzt meine Oma auch. Eine richtig schöne Duftkerze im Lavendelgeschmack oder Lavendelduft. Und noch ein Labello. Hier ist jetzt leider noch nicht so viel für meinen Opa dabei. Aber ich habe schon einiges abgehakt, was ich in den Adventskalender füllen kann. Und das freut mich gerade mega. Fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, aber ansonsten. Jo, und das war eigentlich jetzt so der Haul. Ich räume das jetzt ganz fix ein und dann muss ich mich definitiv mal auf der Couch ein bisschen ausruhen. Jo. So, ihr Lieben, wer hätte es gedacht, bei mir gibt es heute wieder eine Suppe. Ich habe mir heute eine Waldpilzsuppe gemacht. Leider ist es nicht die gleiche von letzten Mal. Die habe ich irgendwie nicht gefunden, aber vielleicht schmeckt die auch ganz gut. Ich habe jetzt wieder zwei Packungen gekocht. Robin ist heute nicht mit, aber da habe ich vielleicht für die nächsten Tage noch was. Ich habe jetzt erstmal eine Schüssel voll gemacht. Mal schauen, ob es ein bisschen Toast dazu gibt. Das hat eigentlich gestern in der Suppe ganz gut geschmeckt. Ich habe mich gestern mal ein bisschen an Toast gewagt. Und heute Nachmittag gab es auch noch zwei Toast mit Nutella. Da hatte ich richtig Bock drauf, beziehungsweise anderthalb. Habe ich mir so ein bisschen reingequält. Wobei es ging, muss ich sagen, mit dem Kauen eigentlich ganz gut. Und ich hatte wieder mal so Lust auf Nutella. Das musste heute mal irgendwie sein. Deswegen gab es das heute Nachmittag noch. Habe ich gar nicht gefilmt, fällt mir gerade auf. Und jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen Suppe. Mal schauen, vielleicht machen wir hier noch einen Toast dazu, damit es noch ein bisschen sättigender ist. Aber ich denke, ich werde erstmal eine Portion so essen und mich jetzt auf der Couch drüben gemütlich machen. Und wie gesagt, zu meiner Suppe gibt es jetzt noch einen Vollkorntoast. Das ist übrigens so ein Sandwich-Toast, also ein etwas größeres. Ich freue mich da jetzt so sehr drauf. Yummy. Round 2, liebe Freunde, wer hätte es gedacht? Und können wir bitte drüber reden, wie süß dieser Schlafanzug ist? Ich liebe ihn.
Upsi, ich habe die Suppe leer gegessen. Zwei Tüten einfach. Aber die war so gut. Und ich habe jetzt ein paar Minuten, so, na gut, eine halbe, dreiviertel Stunde auf der Couch gesessen und am Laptop was gemacht. Und irgendwie kam jetzt gerade die Lust, die restliche Suppe noch zu löffeln. Deswegen habe ich mir die jetzt noch mal ein bisschen erwärmt und werde mir die jetzt noch gönnen. Hallo ihr Lieben, ich bin vom Einkaufen zurück. Ich dachte mir, ich zeige euch mal, was ich heute noch geholt habe. Ich bin nämlich so ein bisschen im Adventskalender planen für meinen Großeltern und für Robin. Und da Robin ja jetzt immer auf Arbeit ist, habe ich ganz gut Zeit, die zu befüllen. Und da war ich heute noch mal ein bisschen Sachen einkaufen dafür. Fangen wir mal hier an. Zuerst war ich schnell im Rossmann, da habe ich leider jetzt nichts großartig gefunden. Ich habe hier einfach so eine Nusskernmischung mitgenommen. Die ist bestimmt ein bisschen zu groß. Mal schauen, ob ich die verwende oder ob ich solche kleinen Packungen einzeln verpackt to go aus dem Aldi mal hole. Dann noch ein bisschen Apfelmark. Im Teddy habe ich hier von Dunk gekauft. Ja, zum Torte machen halt. Noch so ein kleines Einmachglas. Dann noch ein Schoko-Weihnachtsmann. Im Rewe habe ich so ein bisschen Haushaltszeug gekauft. Also Joghurt, Quark, dann noch Eier, Avocado, bisschen Zartbitterkuvertüre und hier noch ein paar Wiener. Dann habe ich noch zum Weihnachtsbasteln hier Mini-Marshmallows gekauft. Für meine Großeltern, für den Adventskalender hier einmal noch Moncherie. Dann Joghurette. Dann für Robin hier noch so Kaubonbons. Meine Großeltern feiern tatsächlich, nimmt zwei die Gummibärchen und die Kaubonbons, deswegen habe ich die jetzt auch mal geholt. Und für mich noch zweimal eine Waldpilzsuppe und für meine Eltern, für meine Großeltern auch mal eine Waldpilzsuppe. Ich dachte, das ist vielleicht ganz cool für den Adventskalender, mal eine kleine Abwechslung. Die meinten nämlich, die essen auch sehr, sehr gern diese Suppen zur Abwechslung, mal gerade jetzt, wenn es kalt wird. Und da habe ich einfach mal welche mitgenommen und hau die einfach mit in den Adventskalender. Ja, und das ist quasi jetzt die Ausbeute. Das räume ich jetzt ein und dann werde ich mich mal 5 Minuten hinsetzen. Und mir auch erstmal Frühstück vorbereiten. Ich habe nämlich richtig Hunger. Es ist nämlich, glaube ich, schon 11:30 oder so. Ich bin als erstes einkaufen gegangen, damit ich es hinter mir habe. Und jetzt auch anfangen kann mit Einräumen. Und ja, ich freue mich richtig aufs Befüllen. Ich habe mir dann jetzt endlich mal Frühstück gemacht. Und zwar gibt es bei mir Pancakes. Die ich zuerst gemacht habe, sind leider ein bisschen fehlgeschlagen. Deswegen habe ich jetzt die gemacht, die ich immer mache. Sind hier ein bisschen dunkel leider schon geworden. Aber passt trotzdem. Und zwar einfach Protein-Pancakes. Mit ein paar Tiefkühl-Himbeeren, die habe ich jetzt noch ein bisschen erwärmt. Ich freue mich jetzt richtig drauf, es ist nämlich schon 12:30 und ich habe so Hunger und ich freue mich jetzt einfach gerade so sehr, was zu essen und dann vor allem Adventskalender zu basteln. Deswegen werde ich mir das jetzt schmecken lassen und ich hoffe, ich kann es kauen. Also irgendwie ist es heute draußen richtig, richtig dunkel. Man sieht es in der Kamera jetzt gar nicht, aber es ist so ein richtig verregneter und ekliger Herbsttag. Ich habe die Himbeeren doch nicht mehr gegessen. Mir war das mit den Kernen darin ein bisschen zu heikel. Deswegen habe ich das jetzt gelassen. Ich mache jetzt für Robin noch einen Quark und werde die da einfach mit reinmischen. Ich denke mal, da freut er sich auch nach dem Feierabend richtig drauf. Und ich habe jetzt stattdessen einfach hier noch ein bisschen was von dem Apfelmark, was ich vorhin gekauft habe, verwendet. Jetzt ungefähr das halbe Glas. Ich dachte mir, bevor ich das jetzt einpacke, zeige ich es euch mal noch, was ich jetzt wo reinfülle. Ich habe jetzt immer so ein bisschen Wechsel Hygienesachen gemacht und was zu essen. In der 1 ist Desinfektionsgel, dann sind hier Tic Tacs, in die 3 kommen Plätzchen, dann habe ich hier noch so ein Badesalz von Dresdner Essence, dann habe ich hier ganz oft Tüten gemischt und zwar hier einmal so ein Apfelstrudeltee und dazu dann hier diese in 2 Bonbons. Ich wollte eigentlich Knallbonbons und habe jetzt festgestellt, das sind die Lutschbonbons. Aber vielleicht sind die am Ende doch gar nicht so schlecht, deswegen. Dann habe ich hier Mongerie in die 6 übrigens. Also ins Nikolaus-Kästchen kommt hier die Duftkerze. Dann habe ich hier ein Shampoo drin. Dann zweimal Joghurette, eine Nivea-Creme. Dann hier wieder das gleiche wie im anderen. In die 12 kommt mein selbstgemachtes Granola. Dann habe ich hier noch ein Labello für meine Oma, die Pilzsuppe, wieder Joghurtte, dann die Leinsamen. In der 17 ist wieder das gleiche mit dem Tee. Dann habe ich hier so eine Bratapfelkuvertüre gekauft. Ist für meinen Opa, weil der Marmelade isst. Meine Oma mag das nicht so gerne. Dann gibt es wieder Joghurtte. Dann sind hier die gebrannten Mandeln. Das mache ich auch noch ein bisschen hübscher, das Glas. Ja, hier wieder das. In die 22 kommt Zartbitterschokolade, die ich noch machen möchte. In die 23 kommt der selbstgemachte Kakao mit den Marshmallows. Und die 24, wie soll das anders sein? Ein Weihnachtsmann. Und ja, das ist der fertige Adventskalender. Das werde ich jetzt noch alles hübsch einpacken und dann kommt es in eine schöne Kiste oder so. Und dann werde ich das meinen Eltern die nächsten Tage mal vorbeibringen. Nee, meinen Großeltern. Und ich hoffe, die freuen sich. Also es ist richtig cool mit den Tütchen, dass man die nochmal verwenden kann.
Die haben es letztes Jahr, zu dieses Jahr Gott sei Dank schon überstanden. Robin bin ich noch nicht ganz fertig. Da habe ich jetzt noch 3 Tütchen, die ich noch nicht gefüllt habe. Und ja, dann bin ich mit Adventskalendern ready. Und ich bin voll froh, weil es eigentlich immer ganz cool, wenn man das dann abgehakt hat. Und es ist ja auch nicht mehr lang hin. Nebenbei schaue ich übrigens noch einen Weihnachtsfilm. Mein Mittagessen ist noch gar nicht so lange her. Trotzdem habe ich jetzt schon richtig Lust, wieder was zu essen. Ich habe gerade schon beim Adventskalender basteln 2 Jogurtten genascht. Die konnte ich sogar ganz gut zerlutschen quasi. Ich habe mir jetzt auch hier schon so ein, Apfelstrudeltee gemacht. Der riecht schon richtig gut. Ich bin voll gespannt, wie der schmeckt. Und ich habe mir jetzt einfach 2 Scheiben Brot gemacht. Das ist so einfaches Roggenbrot mit ein bisschen Avocado und Salz und Pfeffer. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich da jetzt drauf freue. Mal kein Toast, einfach Brot. Ich hoffe, dass das zu kauen geht. Sieht natürlich jetzt ein bisschen traurig aus, weil ich kein Gemüse dazu snacken kann. Ich freue mich so, wenn ich wieder Karotte kauen kann oder Gurke oder Paprika oder sowas. Das Einzige, was an Obst auch geht, ist Banane. Deswegen gibt es für uns eigentlich immer nur Banane. Beziehungsweise bei mir. Aber ich freue mich trotzdem richtig drauf. Ich koche jetzt gerade Abendessen. Es ist jetzt um 6 durch. Ich mache uns hier einfach eine halbe Tüte von diesen bunten Nudeln. Die essen wir eigentlich mit am liebsten. Hier kocht auch jetzt gerade schon das Wasser. Und dazu mache ich jetzt eine Tomatensauce aus dieser gegrillte Paprika-Tomatensauce aus dem DM. Bin mal voll gespannt, wie die schmeckt. Ich habe die einfach mal mitgenommen. Dann noch ein paar stückige Tomaten. Dann mache ich für die Süße immer noch einen Schuss Ketchup mit dran. Und eventuell auch noch ein bisschen Tomatenmark. Mal schauen. Für Robin gibt es noch ein paar Wiener dazu. Und nicht zu vergessen noch eine Schalotte zum Anbraten vorher. Jupp, das mache ich jetzt mal noch ready. Ich freue mich richtig drauf. Endlich mal wieder was zum Beißen. Ach, oh mein Gott, Leute. Es gibt was Geiles zu essen. Ich habe schon zwischendurch die ganze Zeit Nudeln genascht. Und, don't judge me, ich habe einfach eine Wiener gegessen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe von Anfang an mir vorgenommen, wenn ich Lust auf Fleisch habe, das ist auch am 1. Januar, so wenn wir Zunge essen oder so, dann esse ich das auch. Und ich liebe Wiener einfach. Und wenn so eine Packung vor mir ist und ich die dann auch noch in der Pfanne anbrate, es riecht so gut, es schmeckt so gut, ich muss jetzt einfach eine essen. Und dachte mir, ich bin auch ehrlich, deswegen. Aber seid da nicht so streng mit euch. Wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen Fleisch zu essen, ist das auch völlig okay. Man stirbt jetzt nicht, wenn man mal ein Stück Wiener isst oder so. Deswegen, ich muss mir das jetzt einfach mal gönnen. Und auf der Pizza oder am Pizzabrötchen esse ich auch manchmal Schinken. Es kommt halt auf die Situation drauf an, ob ich Lust drauf habe. Ich möchte mir da in der Hinsicht auch nichts verbieten. Und genau, deswegen gab es jetzt gerade noch eine Wiener beim Zubereiten und ein paar Nudeln habe ich auch schon genascht. Übrigens, die Soße schmeckt so, so lecker. Also ich kann die euch echt was empfehlen. Wer so auf ein bisschen pikantes Zeug steht, ein bisschen würziger. Mit der Paprika da drin, schmeckt richtig gut. Erinnert so ein bisschen an Letscho, wenn ihr das kennt. Nur halt in warm. Also richtig gut. Dann habe ich jetzt, wie gesagt, die bunten Nudeln dazu gemacht. Und obendrauf noch richtig lecker geschmolzener Käse. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich gerade auf dieses Essen freue. Es ist nicht so, dass die Suppen die letzten Tage nicht geschmeckt haben. Aber einfach mal wieder was Ordentliches. Es ist so nice. Ich freue mich da jetzt so richtig drauf. Habe noch ein bisschen restlichen Tee von vorhin und noch ein Wasser. Machen wir dazu jetzt ein schönes Filmchen an. Und dann, ja, wird das heute mein Essen sein. Mega, mega lecker. Das soll es an der Stelle schon wieder mit dem Food Diary gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne auch Videowünsche für die Weihnachtsvideos jetzt in die Kommentare. Wir sind nämlich schon fleißig am Filmen. Jo, ich hoffe, ihr freut euch auf die Weihnachtszeit und auf die Videos, die kommen werden. Und ja, dann würde ich sagen, bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.